Cristiano Ronaldo ist der beste Spieler aller Zeiten. Das steht außer Frage. Aber die kritischen Stimmen haben sich in den letzten Jahren gehäuft, dass er einfach zu alt ist und auch die EM war nicht sein bestes Turnier. Wir wollen aber wieder Prime Cristiano Ronaldo zurückhaben und deswegen haben wir ihn in EAFC wieder 18 Jahre gemacht und starten seine Karriere von vorne. Dafür setzen wir ihn natürlich wieder als Flügelspieler ein und er beginnt wieder bei seinem Jugendverein Sporting Lissabon, wo alles angefangen hat. Der Trainingsschwerpunkt in der ersten Saison liegt beim inversen Flügelspieler, dadurch kriegt er neben Tempo vor allem Schießen und Dribbling dazu. Folgende Aufgaben muss Cristiano Ronaldo erreichen in diesen 7 Saisons und zwar 3 Ballon d'Or Titel gewinnen, einmal die Champions League gewinnen und insgesamt 210 Tore, was ein 30 Tore Durchschnitt wäre. Ob er es am Ende schaffen wird, das seht ihr, wenn ihr am Video dran bleibt und am besten lasst ihr auch noch ein Abo da. Hier sehen wir dann noch das Team, mit dem Sporting an den Start geht und ich würde sagen, für die portugiesische Liga ist es richtig gut. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or im ersten Jahr sind Harry Kane, Erling Haaland, Robert Lewandowski und Phil Foden. Und Erling Haaland konnte den ersten Ballon d'Or Titel gewinnen. Im Hintergrund sehen wir dann noch einmal das Team des Jahres, leider noch ohne Cristiano Ronaldo. Die erste Saison ist vorbei und es war richtig, richtig knapp. Sporting ist am Ende auf dem 2. Platz gelandet, 2 Punkte hinter Porto. Schauen wir aber in den Pokal rein, vielleicht lief es dort besser. Im Achtelfinale konnte man 2:1 gewinnen. Dann im Viertelfinale ist man aber mit 2:1 gegen Braga ausgeschieden und am Ende hieß Rio Ave der Sieger. Währenddessen konnte Inter Mailand im Champions League Finale gegen Paris Saint-Germain gewinnen. Sporting war nämlich in der Europa League vertreten. Dort sind sie in der Gruppe auf den 2. Platz relativ souverän gekommen. Dann in der Vorrunde hat man Salzburg geschlagen, die aus der Champions League runterkamen. Und im Achtelfinale ist man dann leider aber gegen Glasgow Rangers ausgeschieden und am Ende konnte Sevilla mit 3:1 gegen Liverpool den Titel holen. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Statistiken von Cristiano Ronaldo und wir sehen es einfach, 27 Tore und 10 Torvorlagen in seiner ersten Saison als 18-Jähriger. Er ist jetzt hoch auf eine 83 und auf jeden Fall ein Wahnsinnsergebnis, wo er wahrscheinlich einige Angebote bekommen wird. Wie zu erwarten, kamen dann auch in der zweiten Saison die ganzen Angebote rein für Cristiano Ronaldo und auch von einem Champions League-Teilnehmer. Und es war Borussia Dortmund. Cristiano Ronaldo packt seine Sachen, ohne zu überlegen, fliegt er hin und wechselt in die Bundesliga. In dieser Saison wird er als Flügelspielmacher trainiert, damit er vor allem seine Schwäche, das Passen, deutlich anhebt. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das kranke Team wirklich von Borussia Dortmund und ich denke mal, da ist einiges mit möglich. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Gabriel Martinelli, Kylian Mbappé, Erling Haaland und Phil Foden. Und Erling Haaland konnte seinen Ballon d'Or Titel verteidigen. Hier im Hintergrund sehen wir dann auch noch das Team des Jahres, sehr viele Barcelona-Spieler und auch Manchester City-Spieler am Ende, aber Cristiano Ronaldo leider noch nicht. Die Saison ist vorbei und ja, etwas enttäuschend, 4. Platz, auch wenn es knapp war am Ende, aber 4. Platz für Dortmund, immerhin Champions League Qualifikation, aber weiter Abstand von dem Meister Bayern. Vielleicht lief der DFB-Pokal ja besser, dort ist man nämlich in Runde 2 direkt gegen Leverkusen sogar weitergekommen, dann in Runde 3 gegen Aue konnte man weiterkommen. Und im Viertelfinale auch gegen Ingolstadt, war auch nicht zu schwer. Und im Halbfinale hat man dann Hamburg sogar 3:0 besiegt. Und im Finale gegen Gladbach konnte man sogar gewinnen. Und damit hat Cristiano Ronaldo seinen ersten Titel gewonnen. Schauen wir noch, ob die Champions League ähnlich erfolgreich war. Dort ist man in der Gruppenphase auf den 2. Platz gekommen. Es war sehr knapp mit Galatasaray am Ende sogar. Dann im Achtelfinale musste man gegen Juventus Turin ran, wo man im Elfmeterschießen ganz knapp gewonnen hat. Dann im Viertelfinale auch noch Barcelona rausschmeißen konnte. Und im Halbfinale musste man dann aber leider sich Leverkusen geschlagen geben. Und am Ende hat dann aber auch Arsenal die Champions League gewonnen. Schauen wir noch auf die persönlichen Stats von Cristiano Ronaldo. Und ihr seht schon, 33 Tore, 5 Torvorlagen. Also von den Scorern knapp gesteigert. Aber vor allem wurde er deutlich offensiv stärker, also abschlusssicherer. Und ja, er ist auch hoch auf eine 89 einfach schon als 20-Jähriger, wirklich krass.
Und ich bin mal gespannt, was Ronaldo machen wird. Cristiano Ronaldo hatte natürlich aufgrund seiner Saison mega viele Angebote aus ganz Europa, aber Dortmund wollte ihn nicht ziehen lassen. Aber eine Gehaltserhöhung hat nicht ausgereicht. Deswegen mussten sie auch ein Versprechen abgeben, und zwar ihr Team deutlich, deutlich verstärken. Also ist Dortmund in die Offensive gegangen. Nennenswerte Neuzugänge waren auf einmal Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, die zwei portugiesischen Kollegen, also zusammen mit dem dritten noch Jordan Neves im Mittelfeld, und dann auch natürlich noch ein Top-Stürmer, und zwar Dusan Vlahovic wurde verpflichtet, und damit geht Dortmund richtig an den Start. Hier im Hintergrund sehen wir dann auch noch das Team von Borussia Dortmund, und ich denke, für den Titel in der Bundesliga kann das auf jeden Fall reichen. Es geht also in die dritte Saison und die zweite Saison bei Borussia Dortmund für Cristiano Ronaldo. Wir trainieren ihn weiterhin als Flügelspielmacher, damit er ordentlich sein Passen boostet. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Erling Haaland, Victor Osimhen, Harry Kane und Saka. Interessant zu sehen ist es auf jeden Fall, dass der Nachwuchsstar des Jahres Award an Cristiano Ronaldo geht. Den Ballon d'Or konnte währenddessen Harry Kane gewinnen. Und ebenfalls ins Team des Jahres hat es Cristiano Ronaldo geschafft, warum auch immer. Also wirklich nicht zu krass abgeschnitten, aber trotzdem am Ende steht er neben Harry Kane im Sturm. Und den Lauf konnte er auch direkt in der Bundesliga weitersetzen. Dort ist man nämlich souverän mit einem 7-Punkte-Vorsprung deutlich Meister geworden mit nur 2 Niederlagen. Auch den Supercup am Anfang der Saison konnte man im Elfmeterschießen gegen Bayern München gewinnen. Schauen wir noch in den DFB-Pokal rein. Und zwar ist man dort in Runde 2 gegen Regensburg deutlich weitergekommen. Dann in Runde 3 konnte man sogar auch den Vizemeister Leverkusen schlagen. Im Viertelfinale war dann leider aber Schluss gegen Frankfurt mit 2:1. Und am Ende haben die verloren im Finale gegen Bayern München. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, ist Champions League drin? Und in der Gruppe ist man souverän mit 6 Siegen weitergekommen einfach. Besser geht's nicht. Dann im Achtelfinale war es ein bisschen knapper, aber man konnte AC Mailand auch schlagen. Im Viertelfinale musste man dann gegen Liverpool ran. Das war wieder richtig knapp, aber auch dort hat man gewonnen am Ende. Und im Halbfinale war leider dann aber Schluss gegen Real Madrid, die am Ende auch gegen Barcelona die Champions League im Finale gewonnen haben. Werfen wir noch einen Blick auf die Statistiken von Cristiano Ronaldo. Und zwar sind ihm diesmal nur 13 Tore und 15 Torvorlagen gelungen. Also an sich Scorer gleich geblieben, aber diesmal deutlich mehr Vorlagen anstatt Tore. Geht in die vierte Saison und selbstverständlich bleibt er weiterhin bei Borussia Dortmund. Aber in der Sommerpause, bevor es weitergeht, hat natürlich dann auch noch die WM stattgefunden. Dort ist aber leider Portugal nur auf dem 3. Platz in der Gruppe gekommen und damit direkt ausgeschieden. Hier im Hintergrund sehen wir dann das Team von Dortmund. Es hat sich nicht wirklich was verändert und damit geht's in die Saison rein. Und in diesem Jahr gehörte Cristiano Ronaldo auch das erste Mal zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or neben Vinicius Junior, Kylian Mbappé und Erling Haaland. Und Ronaldo konnte seinen ersten Ballon d'Or Titel gewinnen. Selbstverständlich hat er es dann auch am Ende ins Team des Jahres geschafft, wie seine paar Kollegen Kobel und Reece James. Die Saison ist vorbei und wir sehen's, Dortmund mit einem 14 Punkte Vorsprung, einfach erster Platz, nur 2 Niederlagen in der Liga, also das hat man sich auf jeden Fall verdient. Und auch den Supercup in diesem Jahr konnte man am Anfang der Saison gegen Bayern München wieder gewinnen, und zwar im Elfmeterschießen. Schauen wir dann noch in den DFB-Pokal rein, und natürlich musste man wieder gegen Leverkusen, wie jedes Jahr, diesmal sogar mit 3:0 gewonnen. Dann in Runde 3 konnte man 4:0 gegen Wolfsburg einfach gewinnen, dann im Viertelfinale war aber leider Schluss gegen Leipzig und am Ende haben sie das Finale verloren gegen Bayern München. Bleibt ja noch die Champions League, und zwar in der Gruppe ist man wieder souverän erster Platz geworden, wenn auch nicht mit 6 Siegen wie im Vorjahr. Dann im Achtelfinale konnte man Feyenoord Rotterdam rausschmeißen mit 4:2 im Gesamtergebnis. Dann im Viertelfinale konnte man auch noch Arsenal rausschmeißen. Und im Halbfinale hat man dann tatsächlich sogar auch noch gegen Paris Saint-Germain knapp gewonnen. Also im Finale musste man gegen Barcelona ran und das hat man sogar knapp mit 1:0 gewonnen und damit den Champions-League-Titel sich geholt. Werfen wir noch einen Blick auf die Statistiken von Cristiano Ronaldo, und zwar diesmal 24 Tore, 15 Torvorlagen, also wirklich wieder eine bärenstarke Saison von ihm mit mehr Toren und gleicher Anzahl an
Vorlagen und ja, er ist auch hoch auf eine 95, also absolute Weltklasse und ich glaube, da wird auf jeden Fall sich der ein oder andere Verein bei ihm melden. Der Sommer stand an und es waren wieder lange Gespräche mit Borussia Dortmund und am Ende ist Ronaldo zur Entscheidung gekommen, noch ein Jahr dran zu hängen und seine Jungs nicht hängen zu lassen. Somit geht's also in die fünfte Saison für Ronaldo und diese startet er natürlich bei Borussia Dortmund wieder. Das Team hat sich auch nicht verändert, aber Titel sind damit auf jeden Fall möglich. Und auch dieses Jahr gehörte Cristiano Ronaldo zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or neben Vinicius Junior, Kylian Mbappé und seinem Teamkollegen Dusan Vlahovic. Und Cristiano Ronaldo konnte seinen Ballon d'Or-Titel verteidigen und hat damit Ballon d'Or Nummer 2 erreicht. Und selbstverständlich gehörte er dadurch auch zum Team des Jahres wie unzählige von seinen Mitspielern. Die Saison ist vorbei und 85 Punkte, eine einzige Niederlage nur von Borussia Dortmund. Und einen 19-Punkte-Vorsprung einfach auf den zweiten Leipzig. Und es gehört zur Tradition, Dortmund gewinnt den Supercup gegen Bayern am Anfang der Saison. Den UEFA-Superpokal konnte man leider aber nicht gegen den Europa-League-Sieger Napoli gewinnen. So, jetzt schauen wir natürlich wieder in den DFB-Pokal. Dort ist man aber direkt in Runde 2 ausgeschieden gegen Stuttgart. Das ging ja diesmal sehr schnell. Und am Ende konnte Leverkusen gegen Hamburg im Finale sich den Pott sichern. Vielleicht läuft es ja in der Champions League besser? Nö. Dritter Platz ist man nur gekommen. Damit ist man in die Europa League runter und der Sieger der Champions League heißt Barcelona. Schauen wir dann in die Europa League. Dort konnte man gegen Feyenoord Rotterdam in der ersten Runde gewinnen. Dann im Achtelfinale konnte man Atletico Madrid sogar schlagen. Dann im Viertelfinale auch souverän mit 5:2 im Gesamtergebnis gegen Ajax gewonnen. Und im Halbfinale ist man dann aber leider gegen Inter Mailand ausgeschieden, die am Ende aber nicht gewonnen haben, sondern Atalanta Bergamo. Schauen wir noch auf Cristiano Ronaldo. 96er Gesamtrating, einen ist er hochgekommen, hat 24 Tore und 11 Torvorlagen erzielt, also auch wieder eine souveräne Saison gespielt. Und ich denke mal, dass er jetzt auf jeden Fall bereit ist oder auch den Willen hat, den Verein zu verlassen. Und so war es auch, sein Telefon klingelte. Aber bevor wir reingehen, wer gewonnen hat, es war wieder Sommer und Europameisterschaft stand an. Portugal ist in der Gruppe auf dem zweiten Platz gelandet, punktgleich mit Spanien. Dann im Viertelfinale konnte man gegen Ukraine 3:1 souverän gewinnen. Im Halbfinale konnte man dann auch die Niederlande schlagen. Und im Finale gegen Frankreich hat man sogar gewonnen. Und damit hat Cristiano Ronaldo auch seine EM gewonnen. Und das Krasse ist einfach, dass auch noch als Torschützenkönig, nämlich mit 6 Toren in 6 Spielen. Und das war Grund genug, um am Ende Manchester City zu überzeugen, Ronaldo zu sich zu holen. Hier im Hintergrund sehen wir dann auch noch wirklich das kranke, also wirklich geisteskranke Team von Manchester City. Und ich bin mal gespannt, ob wir jeden Titel gewinnen können. Erstmal springen wir zu den Ballon d'Or-Kandidaten. Ronaldo nicht dabei, wahrscheinlich wegen seinem Wechsel. Ist ja in FIFA so, aber die Kandidaten waren Vinicius Junior, Dusan Vlahovic, Kylian Mbappé und Kvaratskhelia. Und Kylian Mbappé konnte hier seinen ersten Ballon d'Or-Titel gewinnen. Im Team des Jahres war er dann auch nicht vorhanden, Cristiano Ronaldo, aber unzählige Real Madrid und Dortmund-Spieler. Die Saison ist vorbei und Manchester City 88 Punkte, 2 Niederlagen nur, 10 Punkte Vorsprung auf den zweiten Arsenal, also das war souverän. Und auch den Community Shield konnte man gegen Tottenham gewinnen. Im FA Cup lief auch alles souverän. Im Finale hat man 4:2 gegen Aston Villa gewonnen. Der Carabao Cup war nicht so erfolgreich. Dort ist man gegen Wimbledon ausgeflogen in der Runde 4. Viel interessanter ist jetzt aber natürlich die Champions League. Und zwar ist man dort souverän auf dem ersten Platz gelandet, während Wolfsburg einfach mit 6 Niederlagen ausgeschieden ist. Dann im Achtelfinale konnte man souverän gegen AS Monaco gewinnen. Im Viertelfinale war dann leider aber gegen Atalanta Bergamo Schluss. Und am Ende konnte Real Madrid wieder das Champions League Finale gewinnen, wie vor ein paar Jahren im El Clasico. Was hat Cristiano Ronaldo gemacht? Ich würde sagen, Tore und Vorlagen. Also 35 Tore und 20 Torvorlagen sind halt wirklich geisteskrank. Also so viel Scorer zu machen, das Hut ab. Es geht in die 7. Saison für Cristiano Ronaldo und natürlich bleibt er weiterhin bei Manchester City. Auch an dem Team hat sich nicht wirklich was verändert und ich bin mal gespannt, ob diesmal die Champions League drin ist. In diesem Jahr gehörte Cristiano Ronaldo dann auch wieder zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or neben Kylian Mbappé, Vinicius Junior und Erling Haaland. Und
Gewonnen hat auch Cristiano Ronaldo und damit seinen dritten Ballon d'Or-Titel geholt. Selbstverständlich war dann Ronaldo auch im Team des Jahres vertreten, wie viele Manchester City-Spieler und auch vor allem Real Madrid-Spieler. Die Saison ist vorbei und der Titelkampf war auf jeden Fall wieder richtig spannend, und zwar 80 Punkte Gleichstand mit Chelsea, aber das bessere Torverhältnis hatte Manchester City. Den Community Shield konnte man leider dieses Jahr nicht gewinnen, dort ist man nämlich im Elfmeterschießen gegen Arsenal gescheitert. Dafür konnte man den FA Cup verteidigen, und zwar mit einem 3:0 Sieg gegen Liverpool. Im Carabao Cup lief es auch deutlich besser, aber im Finale hat man einfach gegen Nottingham Forest verloren. Schauen wir dann noch in die Champions League, das ist das Interessante, also Gruppenerster ist man souverän geworden, dann im Achtelfinale konnte man auch den Ex-Club von Ronaldo besiegen mit Borussia Dortmund. Und im Viertelfinale konnte man auch wieder souverän im Gesamtergebnis 5:0 gegen Liverpool einfach gewinnen. Aber im Halbfinale war dann einfach Schluss gegen Atletico Madrid. Und die haben auch am Ende das Finale gegen Leverkusen gewonnen. Ronaldo hat auf jeden Fall eine krasse Saison abgeliefert. Ob andere Spieler wie zum Beispiel Arda Güler mithalten konnten, das seht ihr jetzt im nächsten Video.